Hallöchen, Hallöchen und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge The Assembly. Ihr habt schon gesehen, wir sind letztes Mal mit dem Kerl abgehauen. Mit dem konnten wir aus dem Bunker entfliehen und wir müssen hier mit Madeline Stone noch hier was abziehen. Oh, die Spiegelungen sehen ja geil aus. Und wir sind fleißig dabei, das wird scheinbar die letzte oder vorletzte. $2 Millionen in unregistrierten Scheinen. Sie müssen entscheiden, an wen das Geld geschickt werden soll, indem Sie einen der Postaufkleber auswählen. Und woher stammt dieses Geld genau? Wie bereits gesagt, viele Projekte von The Assembly sind lukrativ. Es stammt nicht aus irgendwelchen illegalen Machenschaften, falls Sie das andeuten wollen. Oh, Gott behüte. So, und die soll ich jetzt hier reinpacken, oder was? Hier steht aber nichts drauf. $2 Millionen sind nicht gerade ein Pappenstiel. Ene, mene, miste und du kommst in die Kiste. Okay. Kann ich alle öffnen? Achso, gut. Was haben wir denn hier? Expressmail. Steht aber nicht drauf, wohin. Wäre aber sehr interessant. Madeline Stone. Ah, an mich selber. Sehr schön. Aber ich glaube, wir werden hier nicht zurückkommen. Deswegen werden wir... Was machen wir denn da? Das muss ein Fehler sein. Okay. Das ist meine Wohnung. Kein Fehler. Viele unserer derzeitigen Mitglieder entscheiden sich dafür, das Geld zu behalten, um ihre wichtigen Forschungen zu finanzieren. So, weißt du, was ich jetzt nicht will? Ach so, ich muss alle nehmen. Sie verstehe. Können das Geld der Polizei spenden. Zweifellos könnte man dort mit dem Geld viel Gutes tun. Na, so sehe ich aus. Obwohl die echt nötig haben. Die können sie ja spenden. Wir sind davon ausgegangen, dass die Salzburg-Cross-Stiftung der Empfänger ihrer Wahl wäre. Und dort wüsste man eine solche Spende sicher zu schätzen. Sollen wir gierig sein? Ich könnte das behalten. Weiß der Himmel, dass ich jede Menge damit anfangen könnte. Tja, die Polizei, vielleicht wir nehmen mal uns. Eine interessante Wahl. Moment, war es das jetzt? Kein Rätsel? Keine Rätsel, Madeline, diesmal nicht. Doch wir sind noch nicht durch. Oh, Mann, jetzt, darf ich meine Kiste nicht gleich mitnehmen? Mein Geld! Geld oder die Tür? Nein, ich nehme mal die Tür. Okay, jetzt wäre ich erschossen, weil die jetzt weg ist, wa? Okay. Zwei Patienten, die beide auf eine lebensrettende Spenderniere warten. Einer ist ein Veteran, ein mit Orden ausgezeichneter Kriegsheld kurz vor seinem 70. Geburtstag. Er hat seinem Land in Ehren gedient und ist heute eine Koryphäe auf dem Gebiet der PTBS-Therapie. Und dann ist da noch ein Mädchen, das bald 7 Jahre alt werden wird. In diesem Alter wird der Mensch sich vollends seiner selbst bewusst und fängt an, sein Leben selbst zu gestalten. Abgesehen von der Blutgruppe könnten sie unterschiedlicher nicht sein. Doch zurzeit ist nur eine Spenderniere zu haben. Wem sie auch immer die Niere zusprechen, wird überleben. Der andere wird so gut wie sicher sterben. Oh, verdammt. Darauf kann es keine richtige Antwort geben, oder? Wie Sie heute ja bereits gesagt haben, es kommt immer darauf an. Na gut, Leute, wir haben auf der einen Seite den 70-jährigen Kriegsveteran, der echt Hochachtung für sein Land gekämpft hat, aber er ist 70 Jahre alt. Und dann haben wir... Kann ich mir das angucken? Ein brillanter Mann. Je länger er lebt, desto mehr Leben könnte er noch retten. Da hätten wir die Möglichkeit, er könnte Leben retten. Aber wir haben hier eine 7-Jährige. Wer weiß schon, was aus ihr werden wird, was sie erreichen könnte. Ja, hat sie recht, aber wer weiß, ist sie 7 Jahre, sie hat das ganze Leben vor sich, so denke ich. Und ich würde wohl eher zur 7-Jährigen tendieren, weil der 70-Jährige kann ja nächstes Jahr schon hopsieren. Und dann dafür eine 7-Jährige zu opfern, die hat ihr ganzes Leben vor sich und aus ihr könnte der neue Einstein werden, wer weiß. Deswegen bin ich... Achso, habe ich hier 2 Türen? Nee, achso, ich muss hier raufklicken? Nee, auch nicht. Wie wähle ich jetzt aus? Achso. In dieser Kiste befindet sich also das Transplantat. Okay. Und ich bin... Oh Gott. Ich dachte, das ist ein Modell. Für wen bin ich? Entscheide ich mich für den Kriegsveteran oder fürs Kind? Na, selbstverständlich fürs Kind. Wer weiß schon, was steht es uns zu? Weil sie hat das ganze Leben noch gar nicht getan hat.
Nee, nicht, aber sie hat das ganze Leben vor sich, so sehe ich das. Sie hat noch ihr ganzes Leben vor sich. Genau. Ihre Wahl wurde protokolliert. Guckt schon, ob hier irgendwo Fallen sind. Die Erzählung verfügt über großzügige Mittel, nicht aber über unbegrenzte. Man muss sich ständig entscheiden. Ja, ich weiß schon, worauf Sie hinaus wollen. Also, worum geht's? Dieses Kind hat einen seltenen und unheilbaren Gendefekt, der sich schon bald manifestieren wird. Seine Lebenserwartung beträgt nur Monate. Es steht in unserer Macht, etwas zu verändern. Doch wie wir das machen, ist schwierig zu entscheiden. Die grüne Taste ist für ein gesichertes Leben, jetzt sofort. Wir haben eine experimentelle Behandlungsmethode entwickelt, welche die akuten Symptome des Defekts bis zur Pubertät verzögern wird. Doch wenn uns kein neuer Durchbruch gelingt, wird er sterben, bevor er das Erwachsenenalter erreicht. Die blaue Taste ist für die Chance, später ein besseres Leben führen zu können. Er wird in unser eigenes Kryostase-Programm aufgenommen. Sollte er die Prozedur überleben, kann er konserviert werden, bis eine Heilung gefunden ist. Doch das kann Jahrzehnte dauern, falls überhaupt eine Heilung möglich ist. Keine der beiden Optionen ist für die Familie des armen Jungen sonderlich reizvoll. Aber das ist doch albern. Eine so hochentwickelte Kryonik existiert doch noch gar nicht. Da draußen vielleicht. Doch das hier ist alles andere als hypothetisch. Okay. Dieser Junge wird ihr entscheiden? Sie müssen entscheiden, was wir tun sollen. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Verdammt nochmal. Die Assembly muss Tag für Tag solche Entscheidungen fällen. Gewöhnen Sie sich daran. Tja, wofür entscheiden wir uns? Für die Kryophase? Dann würde er irgendwann geheilt werden und die Eltern sind nicht mehr da und er wäre alleine. Oder heilen wir ihn bis zur Pubertät und er könnte zumindest ein schönes Leben bis dahin führen mit seinen Eltern zusammen. Und es sind ja auch dann wieder ein paar Jährchen, sagen wir 13 Jahre, und in der Zeit kann viel passieren. Was würden wir nehmen? Ich würde die Heilung nehmen für die Eltern. Wenn auch nur für etwa 15 Jahre. 15 Jahre. Besser jetzt ein gutes Leben als nichts außer Versprechungen für die Zukunft. Genau so ist es, so sehe ich das auch. Madeline, du hast dieselbe Denkweise. Ich sehe schon, wir werden rausgeworfen. Okay, unser letzter Test. Jetzt wird's spannend, jetzt um uns, wa? Oder die Mutter. Wo bin ich? Was geht hier vor? Scheiße. Papa? Den ganzen Weg aus England. Deswegen musste ich vorher noch für eine Weile raus. Aber was geht denn hier vor? Was haben Sie mit ihm vor? Wir? Nichts. Aber Sie. Dieser Mann hat ihre Karriere ruiniert, Madeline. Er hat sie verraten, auch ihre Mutter, und ihre Arbeit um Jahre zurückgeworfen. Ihr Mann hat sie wegen ihm verlassen. Sie mussten wegen ihm fluchtartig das Land verlassen. Und das nur, weil er ihnen nicht vertraut hat. Er hat nichts an sie geglaubt. Das harter Tobak. Schon gut. Ich hab schon verstanden. Sie sind eine Kämpfernatur, Madeline. Sie sind zu uns gekommen und wir können ihnen helfen, ihr Schicksal zu erfüllen. Aber nicht, bevor sie ihm nicht heimgezahlt haben, was er ihnen angetan hat. Für all den Schmerz, den er ihnen zugefügt hat. Drücken Sie den Knopf, Madeline. Drücken Sie ihn. Was ist, wenn ich nicht drücken will? Oh Gott. Ich will nicht drücken. Ich will hier raus. Ich will ihn trotzdem leben lassen. Er ist der Vater. Ich habe gar keine andere Möglichkeit. Doch, ich kann auch gehen. Wenn Sie eine von uns werden wollen, müssen Sie lernen, den nächsten Schritt zu machen. Nein, da hört's auf. Nein, ich werde das nicht tun. Er hat nur getan, was er für richtig hielt. Genau. Sie haben recht, Dr. Chavez. Ich muss das hinter mir lassen. Aber nicht durch Rache. Ich muss sagen, ich bin zufrieden mit den Entscheidungen, die Sie getroffen haben. Okay. Kommen Sie mir bloß nicht auf die joviale Tour. Schluss mit diesen beschissenen moralischen Entscheidungen. Also Madeline's Sohn gefällt mir. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Hallo Madeline. Ich bin der Direktor bei The Assembly. Lassen Sie mich Ihnen zunächst einmal versichern, dass das trotz des ganzen Theaters nicht wirklich Ihr Vater war. Schon wieder Ihr Computer. Der ist wirklich bemerkenswert. Adam, wärst du so gut, Dr. Stone eine kleine Demonstration zu geben? Es wäre mir ein Vergnügen, Herr Direktor. Immerhin weiß ich ja, dass Sie meine Fortschritte, oder sollte ich besser sagen, Dr. Stones Fortschritte, heute mit großem Interesse verfolgt haben. Schon gut, das reicht. Können wir jetzt einfach weitermachen? Gewiss. Gehen Sie zu meinem Büro und wir gehen Ihre heutige Leistung durch. Okay, jetzt bin ich gespannt, Leute. Ach, der andere Seite. Okay, wir sind wieder in dem Bereich, wo er vorhin mit Cal waren. Oder Call oder Cal, wie der hieß. Aber wo ist der Direktor? Herzlichen Glückwunsch, Madeline. Sie haben es bis zum Ende geschafft. Bitte gehen Sie nun in den nächsten Raum.
Der Direktor möchte Sie sprechen. Wohin denn? Ach, da! Du bist doch die Hippe, mit der ich gesprochen habe die ganze Zeit. Schön, Sie endlich zu treffen, Dr. Stone. Bitte setzen Sie sich doch. Darf ich Sie Madeline nennen? Denke schon. Ihre Kollegin hat das schon den ganzen Tag getan. Danke. Ich habe Sie mit Interesse beobachtet. Und auch Dr. Chavez, wie ich weiß. Ich denke, sie hatte vor, Sie für ihre eigene Arbeit einzuspannen. Für ein Projekt namens Pinfeather. Herr Direktor, bevor Sie weiter fortfahren, diese Aufnahme stammt aus meiner jüngsten Datenbank. Update 94 Memo. Die beiden Teams an Standort 1 sind heute fast in Kontakt gekommen. Es ist entscheidend für den Erfolg von Pinfeather, dass die Duplikate nichts voneinander wissen. Nur nach sorgfältiger Auslese der Ergebnisse kombinierter Standorte können wir die offizielle Sterbequote im akzeptablen Bereich halten. Wenn die Teams wüssten, dass ich Daten manipuliere... Egal. Was zum Himmel? Chavez? Ja, Herr Direktor. Ich habe auch Dokumente entdeckt, in denen sich weitere Beweise für Fälschungen finden lassen. Sie sind jetzt in Ihrem Posteingang. Verdammt! Alarmiere den Sicherheitsdienst. Lass Chavez festsetzen und so lange festhalten, bis ich hier fertig bin. Jawohl, Herr Direktor. Nun, das ändert die Lage hier zweifellos. Also, was Ihre Ergebnisse angeht, kommen wir zum Punkt, okay? Ich freue mich, Ihnen hier bei The Assembly eine Festanstellung anbieten zu können. Wir fangen sofort mit Ihrer Einführung an, damit Sie sich die Arbeit machen können. Und was ist, wenn ich ablehnen sollte? Das käme für uns unerwartet. Aber natürlich ist das Ihre Entscheidung. Wir können Ihre Erinnerungen punktuell löschen. Sie wachen dann einfach in Ihrer neuen Wohnung auf und können sich an nichts erinnern. Natürlich würden wir lieber auf Ihren brillanten Verstand zurückgreifen können. Was sagen Sie? Was machen wir? Was ist das denn? Eine Sonnenbrille? Viel mehr als das. Das ist der Prototyp eines Augmentations-Headsets. Wir nennen es Memo. Wie Sie sehen werden, sind darin Ihre kompletten Testergebnisse gespeichert. Finanzierung, Eigenständigkeit, die Chance meines Lebens. Aber vor aller Welt verborgen. Ja, aber die könnte Leben retten. Ich denke, ich kann hier einiges zum Guten bewirken. Ich bin nicht dafür gemacht, herumzusitzen und zu schmollen. Das haben Sie mehr als deutlich gemacht. Und ich könnte nicht glücklicher sein. Willkommen bei The Assembly, Dr. Stone. Kann nur besser werden, weil die Olle haben sie ja aufgelöst und er scheint nicht so ein Typ zu sein. Oder er spielt nur was vor. Anzahl der Schritte 424, Kandidatendurchschnitt 204. Na super. Anzahl der Resets 0, benötigte Zeit, ja gut. Okay, 218, ich habe ein bisschen mehr gebraucht. Beweise untersucht, 17er Durchschnitt ist sonst. Da habe ich, ja, erhobene Anschuldigung, bin ich besser mit 4. Anzahl der Versuche, benötigte Zeit, okay. Anzahl der Schritte, beim Familiending, ach ja, gut. Benötigte Zeit, ja, gut, da war ich ein bisschen länger. Eigenbedarf, deine Wahl, benötigte Zeit, so und so, Eigenschaften, Capital Police. Also, die anderen nehmen das, 54% nehmen die Stiftung, ist schon mal interessant. Und 83% der Leute würden das Kind retten. Sehr schön. Experimentelle Behandlung, benötigte Zeit 30 Sekunden. 68% würden die Kryotase wählen. Leute, schreibt mir doch mal bitte rein, wie ihr entschieden hättet bei diesen Tests, bei den letzten. Würde mich ja sehr interessieren. Schreibt mir dieses Mal unten in die Kommentare rein, wie hättet ihr bei diesen drei verschiedenen Tests mit der Kryotase, mit dem Vater und mit dem Heilmittel, ne, war das? Genau, wie hättet ihr da reagiert? Würde mich echt interessieren. War der meisten Kandidaten. Beschuldigten wiederholt. Ja, 56% haben ihn verschont, gut, andere haben ihn bestraft. Dann fangen wir an. Cool. Ha, wunderbar. Offizier Harris wird Ihnen Ihr Quartier zeigen. Willkommen, Dr. Stone. Willkommen in der Zukunft. Na, warten wir mal ab. Einer geht, einer kommt. Und nun werden wir gespannt, einen Monat später.
Okay, Eingewöhnung. So, lesen wir. Hallo, Dr. Stone. Ich hoffe, Sie leben sich gut bei uns ein. Sollten Sie noch, Sorgen oder Wünsche haben, zögern Sie bitte nicht, sich an uns zu wenden. Mit freundlichen Grüßen. Er will nicht. Jetzt steht er wieder. Na, das ist zweifellos vielversprechend. In diesem Tempo könnten wir bei Salzburg Cross binnen 2 Jahren eine Remission erreicht haben. Sauber, sie kann zumindest jetzt heilen. Dr. Stone, hier spricht der Direktor. Wie sagt Ihnen Ihre erste Woche bei uns zu? Sehr, vielen Dank, Herr Direktor. Ich denke, ich habe mich richtig entschieden. Daran hatte ich keinen Zweifel, Madeline. Nur vergessen Sie nicht... Ich weiß, der Preis der Wahrheit ist Diskretion. Sie können sich auf mich verlassen, Herr Direktor. Jetzt live von Calico Island. Michelle? Danke, Tom. Der Ausbruch der Vogelgrippe scheint hier endlich unter Kontrolle zu sein. Dank der Arbeit von Dr. Caleb Pearson, der jetzt bei mir ist. Dr. Pearson, Sie haben einen Impfstoff entwickelt, um den tödlichen Cassius-Stamm zu bekämpfen, der sich vor einigen Wochen unter der Bevölkerung hier ausgebreitet hatte. Wie sieht es jetzt aus? Besser, als wir je zu hoffen gewagt hätten. Das Team hat unglaubliche Arbeit geleistet und das Ergebnis macht uns sprachlos. Unsere Arbeit ist noch nicht getan, doch immerhin haben wir jetzt ein Impfprogramm gestartet. Noch ein paar Wochen und ich denke, wir haben die Epidemie eingedämmt. Manche sagen, dies sei der gleiche Stamm, der vor 2 Jahren fast eine indonesische Insel entvölkert hätte. Können Sie das bestätigen? Warum konnten die Ärzte denn damals kein Serum dagegen entwickeln? Wir scheinen die Verbindung zu Calico Island verloren zu haben. Wir bitten, das zu entschuldigen. Dennoch sind das gute Nachrichten für uns alle. Die UNO hat heute über eine weitere Resolution zum Klimawandel... Okay, er hatte hier Seuche bekämpft. Und das war's jetzt. Herr Direktor? Ja, Adam? Das mediale Interesse an Dr. Pearson steigt von Tag zu Tag. Und die Bundesbehörden haben nun mit der Mobilmachung begonnen. Es ist schwer, deren Ermittlungen allein mit ethisch vertretbaren Maßnahmen zu behindern. Wenn ich vielleicht als ganz einfache Abschreckungsmaßnahme eine Exekution oder zwei... Nein, verdammt nochmal, Adam, wir sind doch keine Barbaren. Ich hätte Chavez niemals Pinfeather anvertrauen dürfen. Allerdings, Herr Direktor, das war wirklich eine Fehlentscheidung. Und nun steht das Überleben von The Assembly auf dem Spiel. Hart, aber fair. Und dennoch geht es immer weiter vorwärts. Ganz im Gegenteil, Herr Direktor. Was Sie getan haben, lässt mir keine Wahl, als Projekt Stormguard auf den Weg zu bringen. Was? Jetzt werd doch nicht absurd, Adam. Ich allein kann... Was zum... Adam, nicht! Was machst du denn da? Aufhören! Du kannst doch nicht... Wow, Leute, habt ihr das gehört? Der Computer hat die nächste Studie veranlasst und scheint den Chef oder den Direktor getötet zu haben. Das sind ja mal ganz neue Richtlinien. Ich vermute mal, dass er gerne die Menschheit ausrotten will. Wir haben leider die falsche Einstellung getroffen. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wie gesagt, ich erwarte eure Kommentare drunter, wie ihr entschieden hättet. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr dabei wart und könnt mir gerne einen Daumen da lassen. Schreibt mir, wie ihr sagt, eure Kommentare rein. Die einen oder anderen, die gerne meinen Kanal weiterverfolgen wollen, können gerne ein Abo da lassen. Ansonsten sage ich schön mit Ö und danke fürs Mitmachen bei The Assembly.